Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 20 Starterteam Vorstellungsvideo. Heute ist die zweitletzte Top 5 Liga dran. Die zweitbeste, was es an interessanten Karten angeht, meiner Meinung nach. Und zwar die Bundesliga. Ja, auch heute natürlich Low Budget und High Budget Teams. Und wie vor jedem Video muss ich kurz sagen, die Aufstellungen werden 4-3-3 sein. Warum? Weil ich die Teams so zusammengestellt habe, dass man sie in-game im 4-2-3-1 spielen kann. Ja, das ist so die Intention dahinter, weil ich bin einer, der vor allem am Anfang öfters gerne mal die 4-2-3-1 spielt oder 4-2-2-2. Und das kann man mit der 4-3-3 am Anfang sehr, sehr gut machen. Weil man halt die 3 ZMs hat, kann man 2 ZMs, 1 ZOM reinpacken. Zwei Flügel für die äußeren ZOM-Positionen und halt den Stürmer. So, was ich auch noch sagen möchte, wer von euch FIFA-Points oder sonst was kaufen will oder irgendwelche Games oder sich noch FIFA 20 überhaupt kaufen will und das noch nicht gemacht hat. Und da wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr das auf MMOGA machen würdet. Und zwar unten in der Beschreibung findet ihr einen Link, der zu MMOGA führt. Der bringt euch zur Startseite. Aber es ist ein Link mit mir sozusagen im Hintergrund. Also wenn ihr diesen Link anklickt, werdet ihr die nächsten 30 Tage unter meinem Namen was kaufen. Und wenn ihr dann was kauft, kriege ich für normale Games 10% Provision und für Online-Guthaben oder FIFA-Points, was auch immer, kriege ich 15% Provision. Ist ein kostenloser Weg, um mich zu unterstützen und gleichzeitig das zu kaufen, was ihr wollt, bei einem Online-Shop, der seriös ist, schnell liefert, gute Preise hat und immer sehr, sehr kundenorientiert handelt. Würde mich sehr, sehr freuen. Also, genug Werbung, wir kommen zum Team. Im Tor in der Bundesliga, billige Torhüter gibt es eher weniger. Ich habe zuerst auch an Pavlenka gedacht, aber der könnte ein bisschen teuer werden. Darum habe ich mich jetzt einfach für Timo Horn entschieden. Da kann man auch jeden x-beliebigen anderen nehmen, solange er nicht irgendwie 84 plus oder so ist. Man kann auch einen Baumann nehmen, obwohl der die letzten Jahre nicht unbedingt geil zum Spielen war. Aber da ist man relativ frei, was das angeht. Dann kommen wir zur ersten Maschine. Mbabu. Frisch nach Dortmund gewechselt, hat leider noch keine Minute gespielt diese Saison. Was ich als Schweizer natürlich sehr, sehr schade finde, weil er hätte mehr verdient. Denn er hat in der Schweizer Nationalmannschaft gezeigt, gegen Irland, was er drauf hat. Der ist eine Maschine und auch seine Karte ist Maschine. Ja, 91 Pace, geiles Ding. 72 Defensive ist okay, 82 Physis. Gib dem Mann einen Shadow und Kevin Mbabu geht einfach nur ab. Ja, mein Internet hat jetzt nicht so Bock, gerade so wie es aussieht. Guck mal, 91 Ausdauer kommt noch dazu, 82 Stärke, 78 Jumping ist völlig in Ordnung. Beim Defending hat er halt, Kopfballpräzision und Defensive Awareness oder Marking ist jetzt nicht so das Krasseste, aber er hat halt 76 Standing Tackles, 74 Sliding Tackles, 71 Interceptions. Was in Ordnung ist und wie gesagt, gibt ihm einen Shadow. Er hat 99 Pace und 80 Defensive. Bei der Physis musste nicht viel ändern. Die Karte ist einfach krass. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Schweizer. Nicht der letzte, wie man es unschwer erkennen kann. Manuel Akanji. Vom BVB. Muss man nichts dazu sagen. 83er Karte wird wahrscheinlich um die 15.000 bis 20.000 kosten bis zur ersten Weekend League. Aber berechtigt, ja. 79 Pace, 83 Defensive, 80 Physis. Er ist 1,87 groß, glaube ich. Genau, 1,87. Ja. Was soll man da noch groß sagen? Das ist einfach ein geiler Innenverteidiger. Und der wird in meinem Starter-Team ziemlich sicher sein, ja. Zu 99% wird der drin sein. Auch ein Babu wird in meinem Starter-Team drin sein. So, dann kommen wir zum linken Innenverteidiger. Auch, ein Spieler, der meiner Meinung nach ein bisschen anderer rated wird jedes Jahr in FIFA, also nicht vom Rating selber. Viele Leute haben ihn nicht auf dem Schirm, obwohl er verdammt stabil ist. Kevin Vogt von Hoffenheim. 74 Pace, ordentliches Tempo, 80 Defensive, 80 Physis, 1,94 groß. Er hat halt kein gutes Jumping, aber die 1,94 Größe kompensiert einiges. Darum auch nur 80 Physis, weil er halt nur 74 Ausdauer hat. Für einen Innenverteidiger reicht das völlig aus. 85 Stärke,
Ja, und halt 54 Jumping. Das ist ein bisschen schade, aber ist okay. Und dann beim Defending hat er halt auch die 80. Das ist ein Durchschnitt. Das ist auch hier, ist alles schön durchschnittlich aufgeteilt. Und beim Pace ist halt ein kleiner Nachteil, weil er hat nur 66 Antritt. Aber dafür 81 Sprintgeschwindigkeit. Das kann man ganz einfach lösen, das Problem. Mehr Physis braucht er jetzt nicht unbedingt, weil man sieht beim Anchor, die Ausdauer geht eh nicht hoch. Ja, Stärke und Aggressivität würden hochgehen auf 90 bzw. 91, aber das ist jetzt für eine 80er Karte reicht eigentlich 85 Stärke und 81 Aggressivität. Da pusht man lieber das Tempo richtig gut mit dem Shadow, dann hat er 81 Antritt, 91 Sprintgeschwindigkeit und pusht das Defending auf 89 hoch. Und dann sieht das alles sehr, sehr geil aus und da macht man mit ihm nicht viel falsch. Ihn würde ich am liebsten auch gerne spielen, aber in, der Innenverteidigerplatz in meinem Hybrid-Starter-Team ist an Akanji vergeben und der zweite an Hermoso wahrscheinlich. Aber Vogt werde ich vielleicht auch mal testen oder so, keine Ahnung, vielleicht am Anfang, wo ich noch nicht viele Coins ausgebe. Und ja, dann kommen wir zum Linksverteidiger, da sage ich nicht viel dazu. Jérôme Roussillon war letztes Jahr schon eine geile Karte, die Standardkarte für den Anfang war stark. So von dem, was ich gehört habe, ich aber den Anfang letztes Jahr in FIFA verpasst. Ja, er ist schnell. Defensive Physis ist in Ordnung. Und ja, muss man nicht viel dazu sagen. Man könnte auch Schulz nehmen, aber der wird noch teurer als Roussillon sein. Dann kommen wir zum ersten ZDM. Das ist der dritte Schweizer, der ist so das rechte Dreieck. Das wird übrigens das Starter-Dreieck in meinem Starter-Team sein. Ja, der das Dreieck komplettiert. Und zwar Dennis Zakaria, muss man da noch was sagen, 78er Bewertung, nur 82 Pace, 76 Dribbling, 79 Defensive, 82 Physis, 75 Passen, 63 Schuss, 1,91 groß, also es ist ein perfekter ZDM, 3 Sterne, 3 Sterne, ist okay für ein ZDM, seine Passwerte sind okay. Das ist halt nur auf 75, weil er 46 Freistoßpräzision hat. Aber sonst Kurzpässe 81, lange Pässe 79, Übersicht 76, Flanken 68, braucht er jetzt nicht unbedingt. Curved, wie heißt so schön wie auf Deutsch? FE 64 braucht jetzt das ZDM auch nicht unbedingt. Also das, was er braucht, ist Short Passing, Long Passing, Vision, ist auf einem guten Level für eine 78er Karte. Tempo sowieso geil, 78 Antritt, 76 Sprintgeschwindigkeit. Hätte man ihm ehrlich gesagt noch mehr geben dürfen, ich schaue zwar keine Gladbach-Spieler, aber er ist in der Schweizer Nationalmannschaft, ist er gesetzt im ZDM oder ZM und der Typ rennt fast jedem davon. Der ist verdammt schnell, ja, dem hätte man locker auch 85, 86 Pace geben können, ja. Einfach, dass das mal gesagt ist. Und bei der Physis, ja, 83 Stärke, 88 Aggressivität, 79 Ausdauer. Ist okay, 65 Jumping. Seine Körpergröße kompensiert es ein kleines bisschen. Von daher, richtig geile Karte. Und wird wahrscheinlich auch nicht allzu teuer sein. Also mehr als 5000 wird der am Anfang nicht kosten. Wenn überhaupt. Ja. So, dann kommen wir zum zweiten ZDM. Bisschen ein kleinerer Spieler. Thomas Delaney vom BVB. In der Bundesliga hat man halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, ZMs zu spielen. Es hat viele gute, viele teure gute, aber er ist jetzt so eine Variante, der wird nicht allzu krass teuer sein und hat trotzdem stabile Allrounders. Er ist nicht der Größte, ja, aber 91 Jumping. Er ist genau das Gegenteil von Zakaria. Er ist 9 cm kleiner, hat aber verdammt geiles Jumping und eine geile Ausdauer. Zakaria hat wenig Jumping, aber ist halt 9 cm größer. Von daher ergänzen die sich in Sachen Kopfballduellen oder Körpergröße und Stärken, gleichen sie sich sehr gut aus, ja. Delaney bringt das mit, was Zakaria vielleicht nicht so hat. Er hat auch die besseren Passwerte, meiner Meinung nach. Ja, nee, so viel krasser auch nicht. Hat ein bisschen mehr Dribbling, er hat halt auch einen besseren Schuss. Sein Defending ist massiv besser als bei Zakaria. Der hat halt 79, er 83. Aber er hat halt alles wirklich 83, 88, 85. Das ist halt einfach krass. Und seine Physis ist auch stärker. Und er kann auch gegen vorne wahrscheinlich nicht schlecht mitmachen. Und er hat die 4 Sterne Weakfoot. Ja. Also der Typ ist sicher auch eine Maschine. Kann man auch fürs normale ZM benutzen. Fürs 4-4-2 oder so sicher auch ganz geil zum Spielen.
Kann ich euch wahrscheinlich nur wärmstens empfehlen, ja. So, dann kommen wir zu meiner ZOM-Variante. Da habe ich halt wirklich einen möglichst billigen genommen, weil in diesem Team halt Spieler wie Akanji, Mbabu, Roussillon, vielleicht auch Delaney eher noch teurer sein werden. Da habe ich mir gedacht, fürs ZOM nehme ich einen anderen, einen billigen. Ebenfalls Schweizer, guter Allrounder, Steven Zuber. Immer wieder gut für den Inform. Der ist ja eigentlich, wenn er nicht verletzt ist, gesetzt bei Hoffenheim. Man hätte auch noch viele andere Sachen nehmen können. Ich zeige euch das hier ganz gerne. Es gibt diverse Möglichkeiten für den ZOM. Hätte ich auch andere Sachen nehmen können, die nicht allzu teuer sind. Zum Beispiel einen Forsberg könnte man nehmen. Einen Demirbay könnte man nehmen. Sabitzer könnte man nehmen. Das wäre wahrscheinlich noch die bessere Variante von allen. Beziehungsweise die beste, wenn es um Low Budget geht. Weil er halt den guten Schuss hat. Man könnte Campbell nehmen, aber der wird wahrscheinlich ein bisschen teuer sein. Wegen Rating. Man könnte auch einen Arnold nehmen, wenn man nicht unbedingt aufs Pace guckt. Oder einen Boetius, wenn man aufs Pace guckt. Also da ist man relativ frei, was man im ZOM da in der Bundesliga machen will. Man kann auch einen Skiri nehmen. Bittencourt kann man nehmen. Harit kann man nehmen. Es ist eigentlich relativ egal, was man da nimmt. Es gibt sehr, sehr viele billige Methoden fürs ZOM in der Bundesliga. Ich habe mich jetzt aber für einen Schweizer entschieden. Und ja, da seid ihr eigentlich frei, was ihr da machen wollt. Es ist relativ egal, was man da im ZOM macht. Man hat, wie gesagt, viele gute Möglichkeiten, ja. So, da kommen wir zum rechten Flügel. Ich bin überrascht, ist der rechte Flügel, weil bei Hoffenheim spielt er im Moment im Sturm Ilas Bebu. Ja, er ist schnell. Er hat 4 Sterne Skills. Er ist mit 1,85 nicht der kleinste. Ja. 3 Sterne Weakfoot ist ein bisschen kacke, aber er ist Rechtsfuß. Auf dem rechten Flügel geht es in Ordnung, wenn es ums Flanken geht. Er ist halt auch verdammt schnell und hat die 4 Sterne Skills. Das ist für mich wichtig bei einem Flügel. Und der Rest, sein Dribbling ist okay mit 80. Sein Schuss mit 70 ist jetzt Durchschnitt, sage ich mal, oder ein bisschen unterm Durchschnitt. Und die Füße ist halt kacke wegen der Aggressivität. Er hat 79 Ausdauer, das für den Start von FIFA. Geht das eigentlich in Ordnung, die 79 Ausdauer Jumping und so auf dem Flügel ist jetzt nicht das Allerwichtigste, es gibt Wichtigeres. Für mich auf dem Flügel immer das Wichtigste ist, hat er 4 Sterne Skills, bestenfalls auch 4 Sterne Weakfoot und ist er schnell. Der Flügel muss einfach schnell sein, vor allem in FIFA 20, kann es nicht genug sagen. Die FIFA 20 Meter wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das Pace dieses Mal wirklich wichtig ist. So, kommen wir zum Stürmer. Der hätte letztes Jahr meiner Meinung nach einen Totz verdient. Leider nur 3 Sterne. Das finde ich sehr, sehr schade bei ihm. Aber er ist ein richtiger Tank. 1,93 groß, 83 Pace, 74 Schuss, 82 Physis. Ich denke, wenn er sich so spielen lässt, wie zum Beispiel seine Man of the Match Karten hier, FIFA 19, zum Beispiel der 88er, den habe ich getestet, der war richtig, richtig nice zum Spielen. Den habe ich leider nicht gespielt, aber wenn sich der einigermaßen so spielen lässt wie hier damals, dann ist das eine geile Karte. Ich kann euch ja hier mal zeigen, wie er da war, guckt euch an. 89 Pace, 89 Schuss, 89 Physis. Der war halt für die Meta in FIFA 19 perfekt. Dieses Mal, denke ich, wird es auch viel über Flanken gehen in dem Spiel, wenn man die schnellen Flügel hat. Und da ist es einfach geil, hat man einen mit 84 Jumping, 1,93 Größe im Sturm vorne, der auch eine ordentliche Ausdauer hat. Und ja, jetzt ein Schuss, der in Ordnung ist, ist halt schlecht wegen den Elfmetern und den Longshots. Aber nicht weiter tragisch. Es gibt natürlich auch im Sturm in der Bundesliga andere Möglichkeiten, um einen guten, billigen Stürmer zu nehmen. Nee, gibt's nicht. Es gibt noch Werner, der spielbar ist, aber der wird halt verdammt teuer sein. Was man vielleicht noch spielen könnte, ja. Ihr seht, es gibt nicht viel über 80 Pace. Ja, man könnte einen Player nehmen, weiß ich, wie es bei ihm aussieht mit den Skills. Ja, ansonsten gibt's halt nicht viele gute, billige Varianten. Mateta, Cordoba, es muss halt was Schnelleres sein, ne, da vorne. Das ist halt so der Nachteil beim Stürmer. Es muss auch einer sein, der ein bisschen den Gegnern davonlaufen kann und nicht einfach einer, der eingeholt wird. Oder man nimmt Luke Bacchio. Ja, 86 Pace, hat halt nicht viel Physis. Hat 4 Sterne, wird nicht so teuer sein, weil er nur 75er Rating hat.
ja, wenn man damit klarkommt, dass man einen sehr, sehr schwachen, also körperlich schwachen vorne hat, dann nehmt Luca Bacchio. Wenn ihr einen körperlich starken wollt, dann nehmt Paulsen. Dann kommen wir noch zum linken Flügel. Muss man nicht viel zu sagen. Der wird wahrscheinlich ein bisschen teurer sein als die anderen. Vier Sterne, Leon Bailey. Souveräne Karte, schnell. Guter Schuss mit 77 Physis, ne? Aber passt für den Flügel. Und halt die vier Sterne. So. Also, ich brauche für die Low-Budget-Teams immer ein bisschen länger als für die High-Budget-Teams, weil die High-Budget-Teams sind eigentlich selbsterklärend, die Spieler. Hier möchte ich bei den Low-Budget-Teams eher auch erklären und zeigen, warum ich das genommen habe oder was man sonst noch nehmen kann. Und beim High-Budget-Team muss man das ja nicht unbedingt machen. So, ihr seht, das Team sieht einfach nur krass aus. Im Tor Peter Gulaschi, eine 85 gekriegt, hätte man locker auch eine 86 geben können dem Jungen. Sieht einfach nach einer geilen Karte aus. Muss man nicht viel zu sagen. Es sieht einfach geil aus, die Karte. Ja. Da könnte man auch in ein Low-Budget-Team nehmen. Dafür Akanji raus und vielleicht einen Upamecano rein. Oder einen den anderen Franzosen da von Leipzig. Ja. Dann Rechtsverteidiger ist immer noch Mbabu. Linksverteidiger ist auch Roussillon, wie beim Low-Budget-Team. Dann in der Innenverteidigung auch wieder Akanji wie im Low-Budget-Team. Ich finde den einfach eine krasse Karte. Und der rechte Innenverteidiger, beziehungsweise der zweite Innenverteidiger, Lucas Hernandez. Der wird da ziemlich sicher ein OTB kriegen. Ist gewechselt von Atletico Madrid. Guckt euch die Stats an für den Innenverteidiger. Er ist halt nur 1,82 groß, hat dafür 85 Jumping. Und der hat halt Akanji auf seiner Seite. Der kompensiert in Sachen Kopfballduell vielleicht einiges. Hernandez macht es dann halt mit dem Tempo und er hat einfach geile Stats. Er wird teuer sein, ich denke zwischen 20.000 und 30.000 wird der Mann von kosten, wenn nicht noch mehr, weil er ist halt 84, er ist schnell, Franzose, Bayern München, ist halt einfach teuer. Aber ich denke am Anfang zwischen 20.000 und 30.000 muss man dafür schon hinblättern, wenn man den holen will. Ja, sein Tempo ist richtig nice, seine Physis auch, Defending ist für eine 84er Karte völlig in Ordnung, seine Passwerte sind jetzt auch nicht die aller schlechtesten. Er hat halt gutes Short Passing und gute Flanken, weil er ja in der französischen Nationalmannschaft Außenverteidiger spielt. Ja, und sein Dribbling hat halt 85 Reaktionen. Das ist jetzt nicht so schlecht. Und ansonsten wird das eine geile Karte sein. So, kommen wir bereits zum ZDM. Der erste ZDM, den ich genommen habe, ist Goretzka. 1,89 groß, high work rates. Vielen passt das zwar nicht, aber mir ist es relativ schnuppe, weil er hatte, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ausdauer, der Goretzka. 86, okay. Leider nur 3 Sterne Skills. Er hatte, glaube ich, hatte er nicht 4 Sterne letztes Jahr? Er hatte doch in FIFA 19 4 Sterne Skills. Oder nicht? Täusche ich mich jetzt? Nee, ich täusche mich. Aber seine Totzkarte war trotzdem krass. ja. Gib ihm Shadow fürs ZDM. Dann gehen die 75 Physis auf eine 83 hoch, 93 Pace. Und der wird, denke ich, wie jedes Jahr eine sehr, sehr starke Grundkarte haben. Muss man nicht viel zu sagen. Auch zum nächsten muss man nicht viel sagen. Axel Witzel, 1,88 groß. Hat zwar eine 85er Karte. Die Karte lässt es nicht vermuten, dass es eine 85 ist, weil kein Hauptset auf der Karte eine 85 hat. Wenn man genauer hinschaut, kann man es immer noch nicht verstehen, dass er eine 85 gekriegt hat von den Stats her. Hätte man locker überall ein bisschen was dazu machen können. Er hat 4 Sterne, was geil ist. Nicht das krasseste Jumping, aber 1,88 groß. Ist ein Tank da hinten, geiler Allrounder zusammen mit Goretzka. Muss man nicht viel zu sagen. Dann im ZOM habe ich mich entschieden für Julian Brandt. Warum nicht Havertz? Weil Havertz die 5 Sterne Weakfoot nicht mehr hat. Und Havertz wahrscheinlich teurer als Brandt sein wird, wegen seinem Hype in FIFA 19, wegen seinem Tots damals. Und er ist nicht schlechter als Julian Brandt. Ja, Brandt hat zwar nur 68 Physis, er hat aber auch 4 Sterne wie Havertz. Hat ein ordentliches Tempo, hat einen guten Schuss, hat gute Passwerte, gute Dribblingwerte. Macht man definitiv nicht viel falsch mit ihm. Wenn man Havertz anguckt, der hat wahrscheinlich mehr... Ne, Havertz hat noch weniger Physis, seht ihr? Man kann sie auch noch sehr gut vergleichen. Compare, das machen wir noch kurz. In vielen Starter-Teams habe ich eben Havertz gesehen, aber ich persönlich finde, Brandt ist der bessere Starter, ja? Finde ich persönlich jetzt. Zwar hat Havertz 23 mehr Ingame-Stats, aber was heißt das schon?
er ist halt ein bisschen schneller, hat aber weniger Dribbling, gleich starker Schuss, weniger Passen, weniger Physis, mehr Defensive, das ist beim ZOM eh scheißegal, ob er jetzt 41 oder 44 hat, ist sowas von scheißegal. Und wenn man jetzt beim Schuss guckt, ist Havertz zwar leicht vorne, was das Schießen angeht, aber wenn man jetzt das Passen anguckt, was beim ZOM meiner Meinung nach wichtig ist, hat Brandt außer bei den Flanken überall die Nase vorn, auch wenn nur knapp, aber er hat sie vorn. Beim Dribbling ist Brandt so ziemlich überall besser und dort, wo er schlechter ist, außer bei der Composure, ist er ebenbürtig bei der Ballkontrolle, sonst überall massiv besser teilweise. Defending ist scheißegal, Physis, ja, Havertz hat mehr Jumping und mehr Ausdauer, dafür hat Brandt mehr Stärke und mehr Aggressivität. Die Aggressivität, scheißegal beim ZOM. Aber ich finde, overall hat Brandt ganz, ganz leicht die Nase vorne. Und ich denke, Brandt wird auch billiger sein als Havertz. Daher empfehle ich, mit Brandt zu gehen. Dann auf dem rechten Flügel. Tut es natürlich als Bayern-Spieler weh, nochmal einen BVB-Spieler vorzustellen. Als Bayern-Fan, nicht Bayern-Spieler. Ich habe mich für Sancho entschieden und nicht für Gnabry. Einfach aus dem Grund, Sancho hat 5 Sterne Skills. Muss man nicht viel zu sagen. Ein geiles Upgrade gekriegt. Physis ist zwar nicht so krass, aber er hat Pace. Er hat geiles Dribbling, hat die 5 Sterne Skills. Ey, voilà. Was willst du mehr? Auf der anderen Seite genau das gleiche mit Coman. Nee, der hat die 5 Sterne Skills, hat er nicht mehr. Coman hat nur noch 4 Sterne Skills. Okay. Aber ist trotzdem der beste linke Flügel in der Bundesliga. Ja, sie haben ihm die 5 Sterne Skills weggenommen. Alles klar, frech. Aber Coman ist halt schnell. Hat trotzdem noch einen guten Schuss. Er hat die 4 Sterne Skills. 3 Sterne Weak Foot ist nicht so geil, aber da er Linksfuß ist und auf dem linken Flügel beheimatet, ist es okay, wenn es ums Flanken geht. Von daher mit Coman macht man nichts falsch. Und dann im Sturm, die einzig gute Variante, die man aus der Bundesliga hat, außer man packt Reus in den Sturm. Ja, ich hätte hier auch Reus nehmen können, aber der ist halt verdammt teuer. Daher habe ich mich für Brandt entschieden. Ja. Und im Sturm Werner, er ist schnell, hat einen guten Schuss. Er hat 4 Sterne Weakfoot, nicht die 4 Sterne Skills, was schade ist. Aber Werner ging jedes Jahr ab und er wird auch dieses Jahr abgehen. So, also, das war's von der Teamvorstellung der Bundesliga. Morgen kommt die letzte Top-Liga, die stärkste Top-Liga, die Premier League. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Abo da, lasst ein Like da, einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, wenn es heißt Low Budget plus High Budget Teamvorstellungen. In dem Sinne, habt einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.